What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich habe schon wieder Bock, weiter zu spielen. Ihr wisst, unterstützt dieses Projekt ein bisschen, lasst eine Bewertung da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr dürft natürlich auch liebend gerne ein Abo da lassen. Auch das würde mich unheimlich glücklich schätzen, Freunde. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir uns wieder zu Kratas Lager bewegen, denn wir haben ihre Dinge, die sie wollte, gesammelt. Jetzt ist nur die Frage, kann man hier oder wo kann man hier denn wieder runter? Und zwar bitte gefahrlos abseilen. Wir können hier einen abseilen. Nein, wir können uns hier abseilen. Sehr gut. Und dann ist es auf jeden Fall ziemlich weit. Und man sieht hier, wie viele Roboter hier herumrennen. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein und sollten uns nicht irgendwo entdecken lassen, denn in der letzten Folge, Freunde, haben wir gesehen, wie schnell es auch gehen kann, dass wir sterben. Was heißt schnell? Ich meine, es ging ja jetzt nicht unbedingt so schnell. Ich habe halt einfach nichts mehr gemacht. Okay. Aber das sollte uns auch nicht zu oft passieren. Ich möchte ja nicht die ganze Zeit sterben. Hier können wir auf jeden Fall das hier aufsammeln, die Feuerbrennwurzel. Und wir können hier auch wieder speichern. Machen wir einfach eine Schnellspeicherung. Okay, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wie ging das? Oh, seht ihr das? Das ist das, was wir geskillt haben. Jump. Geil. Wie, so ging das. Herstellen. Genau, wir hier stellen her und haben... Ja, sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Und da links unten sieht man eben die Feuerpfeile, die wir brauchen. Genau. Das brauchen wir aber noch nicht, dieses Quest. Sondern wir... Ach, da bin ich eben gerade beim Auftrag. Na, wir machen den Auftrag und dann erst irgendwann nochmal die offene Quest. Okay, Freunde, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Rein Holz wieder sammeln. Hier kann man hier Mutterherz... Das Mutterherz. Auch da sieht man wieder. Unser Medizinbeutel ist voll. Auch dort sieht man wieder diese lieben Roboterteile. Da können wir nicht rauf. So, ich möchte mich mit diesen Roboterteilen auch noch gar nicht anlegen. Da ist auch ein Rufzeichen, das wird bedeuten vielleicht eine weitere Quest oder so, um schneller zu schwimmen, okay. Also wir werden sehr viel auf dieser Map oder in diesem Spiel, glaube ich, zu tun haben. Ich werde das später ausschütteln. Oh, genau. Schüttel dich später aus. Denn man sieht schon, dass es hier drüben ein Rufzeichen gibt. Und was ist das Rufzeichen? Also Lagerfeuer auch, die wir entdecken können. Hier gibt es echt viel zum Entdecken. Wir schauen jetzt trotzdem erst zu Kratas Lager. Wobei wir natürlich schon hier wären. Na, warum nicht, Freunde? Warum sollen wir nicht? Aber das ist gefährlich hier. Das ist auf jeden Fall gefährlich. Aber wir könnten es versuchen. Wow, 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 wow. Das ist wirklich gefährlich hier. Bitte, du musst mir helfen. Ich muss dir helfen. Kommst du mal raus? Willst du nicht helfen?
Ich muss mit dir reden. Ja. Ruhig, bitte. Bist du das? Bitte! Auf ein Wort! 211 Meter. Ich bin verletzt. 12 Meter, du musst mir helfen. Ja, aber nicht, wenn der... Alter, reden. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Deine Tochter, Mutters Wiege, ich helfe... Warum ich? Wir du machen weißt sowieso schon, dass alles die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Okay, deine Tochter... Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Okay, Mutters Wiege. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja, südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Wir werden das machen. Ich tue, was ich kann, für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Okay. Das haben, wir haben eine neue Quest. Das ist dann eine Nebenquest. Okay, wir haben Aufträge, wir haben... Oh ja, gibt es viel zu tun. Geile Sache, geile Sache. Okay, in den Fußstapfen ihrer Mutter. Gut, wir erfüllen erstmal den Auftrag. Ja? Erstmal unseren Auftrag, Freunde. Bevor wir weitermachen. Hier ist gerade das Lager. Das ist jetzt mal das. Ja? Ich mag es nämlich nicht, wenn wir hier dann die ganze Zeit so... Oh, okay. Hier kann ich speichern. Und jetzt sind die ganzen Tiere alle weg. Okay. Auch gut. Also ich mag es nicht, wenn ich keine Struktur habe, Freunde. Ich brauche schon ein bisschen eine Struktur. Eine Struktur hiervon. Auf jeden Fall. Ja, das nehmen wir auch alles mal mit. Schauen uns das später mal an. Brennwurzel. Später mal ins Inventar. Sehen jetzt aber... Wollen wir auf jeden Fall mal zu Kratos Lager. Ich will auf jeden Fall mal zu Kratos Lager. Denn ich möchte das ganz gern mal erledigt haben. Mutters Wacht. Und Mutterherz. Was haben wir hier? Schockwachswurzel. Oh, hier gibt es echt viel. Ich weiß, ich sag's immer wieder, Freunde. Aber es ist... Oh, wer von euch spielt denn dieses Spiel? Habt ihr schon angefangen? Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Wie gefällt es euch? Seid ihr auch so fasziniert wie ich? Ja. Okay. Wir sind auf jeden Fall bald da. Ich hoffe, dass hier keine weiteren Gefahren mehr sind. Da ist Grata. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Ja, wie immer. Und dann freu reden dich, wir Grata. Mit ihr. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Deine Gebetsperlen habe ich auch, nur verliere sie nicht wieder. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und
Danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grater. Vorerst. Urmutter, wir haben das erfüllte Auftrag abgeschlossen. Questbelohnung 1000 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Wo Quests? Aufträge, abgeschlossene Aufträge, die kauzige Krater. Dann machen wir doch mal, sollen wir schon, machen wir eine Nebenquest oder machen wir die Hauptmission? Offene Quest, Stufe 4 und Stufe 3. Machen wir doch mal die Hauptmission. Aloy hat jahrelang trainiert, um an der Erprobung teilzunehmen. Jetzt sind es nur noch 2 Tage bis zum Ritual und sie muss eine letzte Prüfung ihres Könnens bestehen und eine letzte Lektion lernen. Rede mit Cast und feilsche um eine Stolperfalle. Er könnte auch noch andere lohnenswerte Gegenstände haben. Feilsche um eine Stolperfalle, okay. Stelle Feuerpfeile her. Dafür brauchen wir Lohe von Läufern und Metallscherben von Maschinen. Rede mit Rost und finde Rost. Sehr gut, dann machen wir das auf jeden Fall mal. Quest auf der Karte anzeigen. Gehe auf die Jagd nach Lohe und Scherben. Das machen wir. Zuflüstern, wie das Rascheln des Grases. Denn jetzt haben wir, so gesehen eigentlich, unsere erste Aufgabe, also die allererste Aufgabe erfüllt. Es war ein Auftrag, es war keine Hauptmission. Aber wir werden jetzt hier weitermachen. Wir könnten eigentlich auch mal jetzt ins Inventar schauen. Outfits nur 1, Waffen haben wir die 2, Modifikationen nichts. Rohstoffe, Kaninchenknochen, dieses ungewöhnliche Material stammt ausschließlich von Kaninchen, ist nützlich bei der Herstellung, bei der Händlern und bei Händlern begehrt. Rauhreifwurzel, Widerstandstränke kann man da herstellen. Okay, dann eine Schockwachswurzel, auch Widerstandstränke. Okay, Freunde, das werden wir uns jetzt nicht ganz so ansehen, denn ich denke, jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, dann können wir hier eh reinsehen, wenn wir irgendwas erfinden oder so. Denn ich denke, sonst wäre es fast ein bisschen zu langweilig, oder? Munition. Jägerpfeil und Feuerpfeil, genau. Jägerpfeile haben wir schon hergerichtet. Die Feuerpfeile brauchen noch andere Sachen. Metallscherben. Okay, und Lohe. Passt. Wir machen jetzt die Hauptmission weiter. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn wir etwas herstellen, dann können wir uns die Dinge auch ansehen. Denn sonst wird es, glaube ich, schon ein bisschen zu langweilig, wenn ich mich ewig lange nur damit beschäftige. So, ist ein weiter Weg hier. Solange hier keine Gefahren lauern, ist alles in Ordnung. Gefährlich wird es wieder dann, wenn irgendetwas ist. Aber das Ziel ist anscheinend 100. Okay, wir haben jetzt... Hier ist Olara, deine Schwester! Was ist denn jetzt? Wir wurden fast schon wieder entdeckt. Okay, aber da ist alles in Ordnung. Hier dürfte alles in Ordnung sein. Wir gehen weiter. Das muss Arana sein. Hier haben wir dann ein Lagerfeuer entdeckt. Wo ist denn das Lagerfeuer immer? Wo ist denn das Lagerfeuer? Ich sitze hier fest. Nebenquest. Okay. Haben wir jetzt... Die Nebenquest wollten wir ja noch gar nicht. In den Fußstapfen. Finde Arana. Auf der Karte anzeigen. Erledige die Wächter.
Das wäre also unsere Aufgabe dann als nächstes. Okay, dann machen wir halt das. Auch nicht das Problem. Dann haben wir nämlich mal einen Fight, Freunde. Dann können wir mal kämpfen. Ah, hier ist das Lagerfeuer. Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht runter. Okay. So, hilf mir doch jemand! Ja. Okay, dieses war der erste Kampf. Und da drüben war doch noch irgendwo einer, oder? Yeah. Ach, das ist aber geil, Freunde. Das ist schon ziemlich geil. Natürlich treffen sollte man auch. Ja, zeig's ihnen richtig. Wow, 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 wow. Nein. Gehst du bitte ein? Okay, okay, okay. 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 Bitte, bitte. Das haben wir gern gemacht. Warum hat der eine so extrem viel ausgehalten? So, jetzt gehen wir aber mal hier hin. Kann ich kurz mit dir reden? Und wir nehmen diese Sachen auch noch gleich auf. Durchsuchen und den Wächter. Das brauchen wir nämlich eh. Schadenspule, Zünder. Alles ich mitnehmen. Ich möchte mich nur bedanken. Ja. Chill deine Basis, Mädchen. Ich komme dann eh gleich zu dir. Ich möchte hey, nur hier her, noch... Bitte. Ja. Mano, die stresst schon wieder, Freunde. Die stresst uns einfach schon wieder. Okay. Komm und rede mit mir. Es dauert nicht lange. Jetzt Danke. Bin ich doch da. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Der Speer? Okay, machen Dieser wir mal. Der Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater? Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Okay, dann Was die Wächter. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Okay, wir suchen natürlich nach dem Speer, ist klar. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Bitte, 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 machen wir doch gerne. So, und wir haben hier immer ziemlich viel im Bildschirm stehen. Aktualisiere die Nebenquests, dann schauen wir halt mal wieder. Wir haben somit wieder eine von den Nebenquests. Folge Aranas Spuren. Finde den Plünderer, der den Speer hat. Untersuche das Gebiet mit deinem Fokus. Ein verwundeter Jäger bittet Aloy, seine Tochter zu finden. Okay, das haben wir schon. Ne? Das wissen wir eh. Okay, Quest aktivieren. Passt, auf der Karte anzeigen. Hier sind wir. Folge Aranas Spuren. Genau. Und dann machen wir halt die Nebenquest, auch nicht das Problem. Und wir sollen dafür, drücke 1, wenn sich der Zielmarker über Spuren befindet, um sie zu markieren. Markierte Spuren bleiben sichtbar, wenn der Fokus deaktiviert wird. Ah, okay. Aber... Ja, Moment mal. Okay, hier ist das. Spur markieren. Ah, ist das die Spur, oder wie?
Gut, gut, gut. Ah, okay. Okay, so läuft das also. So, wir haben ja jetzt auch ziemlich viele Pfeile verbraten. Das heißt, wir sollten wieder welche machen. Haben aber nur 17 rausbekommen. Was fehlt uns denn leicht? Ah, jetzt. Herstellen. Beutel-Upgrade verfügbar. Wo ist das jetzt wieder? Outfit-Modifikationen. Inventar. Modifikationen. Okay. 6% Schaden. Spule. Ungewöhnlich. Was macht dieses Teil? Außer, dass sie 6% halten. Entfernen. Okay. 9. Rohstoffe. So, Wächterlinse, ungewöhnlich. Dieses ungewöhnliche Maschinenteil kann nur vom Wächter erbeutet werden und ist bei Händlern begehrt. So, es gibt aber doch irgendwo eine Modifikation, habe ich gerade. Ich checke es nicht, Freunde. Was haben wir hier im Notizbuch? Alter, ziemlich viele Sachen. Okay, Hologramm-Datenpunkte. Alter Freunde, hier gibt es ja richtig viel. Gut, die Sprachsachen, die waren am Anfang. Was ist das Hologramm? Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Ach so, das ist das alles Gute, Isaac. Dann Connor, Skylar, Ella. Was ist das? Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Okay, bei dem bin ich mir... Oh. Okay, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir das... ob ich das schon gehört habe. Das andere Zeug dürften wir aber gehört haben. Das waren die ganzen Leute, gell? Okay. So, aber Maschinenarten. Ah. Kompakte, neugierige und bewegliche Aufklärungseinheit, die ihre Gegner im Schwarm angreifen will. Harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Hat keine Schwächen und keine Stärken. Das Auge. Okay, Metallscherben. Da kann man sich das alles... Das werde ich, glaube ich, mal ein bisschen offline machen, Freunde. Lohebehälter. Lohe-Vorratsbehälter. Treffer von Element-Munition auf Elementbehälter lösen eine Explosion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schieße dieses Bauteil ab, um die enthaltenen Rohstoffe zu sammeln. Ah, da kriegen wir also die Lohe her. Der Rohstoff ist ein primäres Herstellungsmaterial für alle Arten von Feuermunition und bei Händlern begehrt. Sehr gut, Freunde. Zünder haben wir ja auch schon, so manche Sachen. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal rausgefunden, wie wir unsere Lohe bekommen. Wir haben hier 0 Punkte zu vergeben. Irgendwo ist das gestanden mit unserem Ding voll. Ja, genau. Herstellen, Beutel, Upgrade verfügbar. Seht ihr das? Welches Beutel Upgrade ist verfügbar? Das weiß ich jetzt nicht. So, für unsere Hauptquest. Wir wollten eigentlich in irgendein Gebiet, wo wir die Hauptquest noch machen.
Ach, Freunde, ich kann mich momentan gar nicht mehr entscheiden. Auf der Karte anzeigen. Und wir sind momentan hier. Die Hauptquest wäre hier, das Läuferareal. Okay, nein, wir machen die Nebenquest. Auch wenn ich mich jetzt wirklich... Ups. Wirklich gar nicht mehr weiß, auf was ich mich konzentrieren soll. Aber egal, wir folgen jetzt mal diesen Spuren hier. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber bis ich da natürlich mal reingekommen bin, das wird alles eine Weile dauern. Das wird nicht so schnell gehen. Und wie gesagt, ich möchte es ja auch nicht ganz so schnell ausspielen, sondern mir wirklich vieles, vieles ansehen, wenn die Möglichkeit besteht. Und das denke ich mir aber, werdet ihr mir nicht übel nehmen. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Stimmt, aber... Okay, ist das dann die Plündererspur? Die Spur markieren, dann kann ich nämlich hier wieder rausgehen. Die Spur beginnt hier. Ah, hey, da habe ich was gesehen. Ein Waschbär und auch hier ist ein Waschbär. Okay, das kann uns dann soweit egal sein. Nichts Gefährliches. Mutters Wege. So, dann schauen wir hier weiter. Ah, okay. Jetzt dachte ich mir, da steht jemand. Ich drücke immer die falsche Taste, weil eigentlich, wenn ich mich ducken will, dann drücke ich da und auf den rechten Analogstick. Und der rechte Analogstick ist aber eben zum diesem da, ne? Dieses Einschalten. Ich bin so gewöhnt von Call of Duty. Okay, Freunde. Das Reinholz sammeln wir auf jeden Fall wieder auf. Irgendwie gefährliche Dinge gibt es hier gerade nicht. Sehr nützlich. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Da gibt es wieder... Okay, wir gehen jetzt einfach mal rüber. Passen auf mit den Wächtern. Und werden dann wieder die Spur markieren hier. Okay, die Spur geht hier lang. Wir nehmen das hier noch mit. Gut, solange hier keine gefährlichen Tiere sind, dürfte hier auch das kein Problem sein, wenn ich laufe und mich nicht geduckt halte. Wir kommen weit weg von unserer Hauptquest eigentlich, aber mir ist egal. Wir nehmen alles mit. Ich hoffe, dass ich ziemlich viel vorproduzieren kann, Freunde. Denn nur so kann ich auch gewährleisten, dass ich es als tägliches Projekt wirklich bringen kann. Jetzt am Anfang wird es kein Problem. Können wir reden? Können nicht reden miteinander. Okay. Jetzt am Anfang wird es kein Problem, aber ich weiß es nicht, ob es auf Dauer wirklich möglich ist, dass ich es täglich bringen kann. Darum werde ich viel, viel vorproduzieren. Dann sollte das schon irgendwie möglich sein. Außerdem, ihr wisst ja, es liegt an euch auch, ja, wie sehr ich mir... oder wie sehr ihr mich dabei unterstützt bei diesem Projekt. So, jetzt hole ich mir den Speer. Und das geht ja auch ganz, ganz leicht, mich zu unterstützen, indem ihr einfach eine Bewertung da lasst. So, wir holen uns den Speer, indem wir da irgendwie raufgehen. Nur wie schon wieder? Ach, Mano. Wo können wir uns denn hier wieder einhalten?
Ah, hier ist eine Leiter. Wo ist denn gleich der mit dem Speer? Oh, 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 da unten wird's gefährlich. Rauf mit uns. Ich weiß es aber jetzt, ich sehe die Markierung nicht mehr. Alter Freunde, was ist denn da unten los? Und wo ist die Markierung? Genau. Wegpunkt haben wir wieder. Ich weiß es gerade überhaupt nicht, wo leicht dann der Speer sein soll. Okay, Freunde, das werden wir aber auch nicht mehr in dieser Folge rausfinden, sondern erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Somit bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen... egal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Somit passt. Tschüss.